Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es richtig Arbeit. Und zwar seht ihr schon das Riesenpaket hier. Wirklich ein Riesending. Richtig schwer. Frisch eingetroffen aus China. Und zwar habe ich mich lange davor gescheut, mir sowas zu kaufen. Und dann habe ich mir plötzlich irgendwann gedacht, ich hätte schon so viel machen können damit. Und jetzt habe ich es einfach mal durchgezogen und habe mir einen 3D-Drucker gekauft. Und zwar den Anycubic i3 Mega. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Der war nämlich jetzt im Angebot und ich glaube, ich habe 270, 280 Euro bezahlt, inklusive Versand, Lieferung aus Deutschland innerhalb von 3 Tagen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und zwar habe ich den bei AliExpress bestellt. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie lange wir wirklich brauchen, bis dieses Ding läuft. Weil ich habe mir bis jetzt nie einen 3D-Drucker geholt, weil ich bei allen anderen immer gesehen habe, wie viel Zeit dabei drauf geht. Aber mittlerweile habe ich so viel gefunden, was man drucken konnte. Allein so eine Halterung für die UI-Kamera. Da hatte ich letztens keine da, brauchte aber dringend eine. So, und dann kostet dieses Scheißdingen 9,99 € bei Amazon. Da habe ich mir gedacht, hätte ich jetzt einen 3D-Drucker, könnte ich das Ding über Nacht ausdrucken, hätte es am nächsten Morgen. Ist vielleicht nicht ganz so flexibel, je nach Material, aber das muss man erstmal alles gucken. Und der Platz hier ist ein bisschen gering, deswegen gehen wir jetzt rüber in die Werkstatt, packen das Ding aus, bauen das zusammen und wir gucken, wie lange wir brauchen, bis dieses Ding zum ersten Mal druckt. Ich bin wirklich richtig gespannt. Und ja, so läuft der Freitagabend ab. Und jetzt geht's los. Angekommen in der Werkstatt. Hier ist einfach mehr Platz. Packen wir jetzt das Paket mal aus. Ich würde sagen, das liegt verkehrt rum. Also drehen wir das einmal. Ah, hier sehen wir schon das erste Bauteil. Und jetzt gucke ich mal. Oh, herrlich. Eine eingeschweißte Rolle Filament ist schon mal dabei. Hier haben wir schon den Druckkopf. Ich hoffe, man sieht das. Vielleicht mal besser auf der Kamera. Hier ist der Druckkopf schon mal. Hier ist auch nochmal Schaumstoff drin. Den können wir wahrscheinlich schon mal rausnehmen. Wieder eine Lage Schaumstoff. Und hier kommt schon das Druckbett. Das ist auf jeden Fall viel kleiner, als ich mir das vorgestellt habe. Dann nehmen wir auch den Schaumstoff wieder raus. Eine Verpackung mit Zubehör. Hier haben wir das Hauptteil. Und damit ist der Karton leer und kann weg. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dieser Zubehörkiste hier an. Und gucken, was da so drin ist. So. Also ein USB-Stick. Schrauben mit Muttern. Keine Ahnung. Eine Bedienungsanleitung. Oh, sogar ein Schaber. Ein EU-Plug-Stromkabel, also das heißt, der passt hier. Okay, das ist ein Ersatzdruckkopf wahrscheinlich, ne? Lass mal beiseite liegen. Sollte hier was drin sein? Wahrscheinlich ja, ne? Hier ist auf jeden Fall nichts drin, das ist auch schon mal merkwürdig. Eine Micro-SD-Karte verpackt in einer größeren SD-Karte und ein Adapter für Micro-SD-Karten. Hier haben wir ein USB-Kabel noch, das brauchen wir wahrscheinlich nicht. Zange und Werkzeug, Imbusschlüssel, vermutlich um den Drucker nachher zusammenzubauen. Hier haben wir noch einen Endlageschalter dabei. Und jetzt kommen wir natürlich nicht drum rum, die Bedienungsanleitung zu lesen. Für den Erstzusammenbau. Also hier haben wir noch ein Set mit Imbusschrauben. Ich vermute, das sind schon mal die richtigen Schrauben, um das Ding zusammenzubauen. Ich bin jetzt einfach mal so und guck mal, ob der hier so dran kommt. Ich würde jetzt schon mal sagen, der wird hier so dran geschraubt. Aber wir gucken trotzdem noch mal gerade in der Bedienungsanleitung. Okay, hier sind jetzt eine Schraube, zwei. Dasselbe haben wir hier hinten noch mal, eins, zwei. Auch hier eins, zwei und hier vorne auch wieder zwei. Also insgesamt 8 Schrauben. So, würde ich sagen, wir fangen einfach mal an, den festzuschrauben. Ich werde mir auf jeden Fall ein bisschen Loctite gönnen. Wenn das Ding hier wirklich den ganzen Tag hin und her rappelt, habe ich keine Lust, dass irgendwas losgeht. Das ist nur mittelfester Loctite, das heißt, die Schrauben sollten wir auch ohne Probleme wieder losbekommen. Also im ersten Schritt ziehe ich die Schrauben natürlich nicht volle Pulle an, sondern erstmal alle nur rein und ganz leicht. So, alle 4 Schrauben sind fest angezogen. Jetzt haben wir hier diesen Kabelbaum, der runterkommt. Und das ist eigentlich auch total selbsterklärend. Hier stecken wir einfach den schwarzen ins untere, den grünen ins grüne Loch. Alle 3 Stecker sind jetzt eingesteckt. Der rote versteckte sich hier unten in der Ecke. Dieses kleine Teil wird hier oben magnetisch drangehangen. Mehr müssen wir gar nicht zusammenbauen, das ging echt super schnell.
Natürlich sollten wir jetzt die Rolle fürs Filament noch zusammenbauen. Gefühlte 20 Minuten später habe ich endlich die Folie hier ab. Also das ist echt eine Fummelei. Ich weiß nicht, warum die Chinesen immer diese Folie da drauf lassen. Die Mutter kommt hier rein. Und dann kann man das quasi hier anziehen. So sieht die Halterung hier, die Filamenthalterung jetzt aus. Hier können wir einfach das Ding durchstecken. Und die Rolle kann sich hier drauf schön drehen. Im ersten Schritt müssen wir jetzt das PLA durch dieses Messgerät führen. Und zwar ist da auch ein Pfeil drauf, wie das gehen soll, wo lang es gehen soll. Und dann, wenn ich das richtig verstanden habe, müssen wir hier rein und können dann hier drücken. So. Jetzt kommt der spannende Augenblick. Also das Gerät wird zum ersten Mal eingeschaltet und ich bin echt mal mega gespannt, was passiert. Er piept. Als nächstes muss der Drucker gelevelt werden. Dafür haben wir die Motoren abgeschaltet. Und wir sollten jetzt gucken, dass dieses Papier, was hier draufgeklebt war, hier steht ja sogar, this paper can be used for leveling. Das können wir nehmen. Und das sollte jetzt zwischen der Druckspitze und dem Bett durchpassen. Und zwar habe ich den jetzt gelevelt. Und das geht eigentlich am einfachsten, habe ich jetzt rausgefunden, wenn man hier auf Tools geht, ASICs und dann hier drüber die einzelnen Achsen steuert und dann immer in die Ecken fährt und dann immer in die Ecken fährt und guckt, dass das Papier leicht an der Düse schabt, aber nur so minimal. So, und wichtig war jetzt auch noch, dass man am Anfang auf den Punkt Filament geht, Filament innen, und dann wartet man, bis das Filament erstmal durch den Schlauch durch ist. So, das habe ich jetzt alles gemacht. Man kann natürlich auch über ASICs am besten immer wieder auf Home drücken, damit er weiß, wo er zu Hause ist, damit er nicht neben dem Druckbett druckt. Das ist mir nämlich gerade auch schon passiert. Und jetzt versuchen wir einfach nochmal, diese Datei zu drucken und gucken mal, was passiert. Ich bin echt wieder mal gespannt. Wir haben wieder die 200 Grad erreicht und die 60 Grad am Bett. Und er müsste jetzt eigentlich anfangen. Und genau das macht er auch. Da kommt aber viel zu wenig raus. Ah, jetzt kommt. Jetzt kommt. Jetzt passiert was. Okay, wir lassen ihn mal laufen und gucken, was passiert. So, meine lieben Freunde. 1 Stunde und 20 Minuten hat es gedauert. Das habt ihr im Zeitraffer natürlich nicht so gesehen. Beziehungsweise, doch, 1 Stunde und 20 Minuten waren es. Das Druckbett hat jetzt noch 21 Grad und wir wollen jetzt mal gucken, ob das einfach losgeht. Aber das ist auf jeden Fall schon mal verdammt fest. Und wir probieren es mal mit dem Schaber, der dabei ist. Huch. Oh. Also einmal feste drücken und ab ist es. Und ich finde, jetzt mal ohne Witz, die Dinger sehen mega geil aus. Ich habe das gerade mal einem Kollegen geschickt, der auch einen Drucker hat. Der meint natürlich, naja, geht so. Aber ich finde sie ja für den Anfang, für den ersten Druck, ohne dass ich irgendwas gemacht habe, ist doch echt der Hammer, oder? Mittlerweile ist ein ganzer Tag vergangen und der Drucker ist umgebaut und steht jetzt hier bei mir im Büro. Er druckt auch gerade, ich weiß nicht, ob man es hört. Ich habe jetzt extra hier hinter meinem Schreibtisch ein Stromkabel gelegt in den Schrank rein und dort habe ich ihn platziert. Hier seht ihr nochmal, wie das Ganze aussieht. Ja, ich denke, die Stelle ist ganz gut. Wobei ich mir den noch einen Ticken leiser vorgestellt habe, weil ich vorher in vielen Videos gesehen habe, wo viele gesagt haben, boah, der ist so leise, da kann man locker neben arbeiten. Aber es nervt schon ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt auch schon ein paar Sachen gedruckt. Die schauen wir uns jetzt mal gerade an. Das sind die zwei Eulen standardmäßig, die auf dem Drucker drauf sind. Die sind, glaube ich, in einer Layer-Schicht von 0,02 gedruckt. Also es geht auf jeden Fall noch ein bisschen feiner. Und das sehen wir nämlich hier an dem Deckel. Ich hoffe, man erkennt das einigermaßen. Das sieht viel unsauberer aus als das Ding. Hier der Deckel ist auch mit 01 gedruckt. Und das sind alles Abdeckplatten für meine YI-Kamera. Hier habe ich jetzt immer versucht, einen Akkustecker zu drucken. Und zwar soll der in den Mavic-Akku kommen. Aber das hat irgendwie nicht so wirklich geklappt. Hier ist zwar das DJI-Logo ist komplett weg. Und hier steht zwar noch Mavic Pro, aber das ist, glaube ich, auch der einzigste, bei dem das noch einigermaßen steht. Bei den anderen, hier steht es auch noch ein bisschen. Aber hier fehlt zum Beispiel der Inhalt von dem O. Also so richtig sauber ist das nicht geworden.
Und ganz im Ernst, ich will auch eigentlich einen Stecker haben, der komplett zu ist. Ich habe gar nicht gesehen, dass hier noch ein Logo mit drin ist. Aber ansonsten ist das ganz gut geworden, denke ich. Ich weiß nur noch nicht, was man hier einstellen muss, aber das werden wir dann nochmal herausfinden. Ich denke, das ist für den Anfang doch schon ganz ordentlich, die Ergebnisse. Und man muss dazu sagen, ich habe das ganze Ding nochmal neu gelevelt. Und zwar habe ich die Z-Achse manuell runtergefahren und dann über die Achsensteuerung einfach den Kopf hin und her bewegt und an allen vier Ecken geguckt, dass das originale Papier, was dabei ist, halt zwischen Bett und Düse noch durchgeht, aber man merkt, dass es schleift. Dann ist er anscheinend perfekt eingestellt. Ich hatte bis jetzt überhaupt keine Probleme. Und alles, was ihr hier gerade gesehen habt, waren jetzt quasi so die ersten Drucke. Aber da werden natürlich noch einige mehr kommen. Ich werde auf jeden Fall für den 3D-Drucker, weil jetzt gerade macht es echt Spaß, eine eigene Playlist machen und versuchen mal ein paar Videos zu machen von Dingen, die ich drucke, die man auch wirklich gebrauchen kann. Also vergesst auf keinen Fall den Kanal zu abonnieren, falls ihr mehr sehen wollt. Wenn ihr Wünsche habt, was ich mal drucken soll, schreibt einfach in die Kommentare. Ich werde es mal ausprobieren. Natürlich werde ich demnächst auch mal ein paar längere Projekte drucken, die irgendwie so 18 Stunden drucken, weil das reizt mich auch schon, zu gucken, ob der wirklich 18 Stunden ohne Probleme durchläuft. Und das war's mit dem Video. Bis dahin.